Du hast ja Mediale Pfade gegründet und da steht immer Jugendhack, das ist ein Projekt von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das so zusammen gemacht habt? Also dich einfach getroffen und gesagt, ach ja, cooles Projekt, machen wir jetzt mal zusammen. Also ein bisschen was, so. Maria kam irgendwann an und sagte, lass uns Jugendhack zusammen machen. Wahrscheinlich also nicht wörtlich, aber es gab diverse Vorgeschichten auch schon. Genau, und was halt der Link ist, also wir haben halt die Erfahrung in Jugendarbeit, Medienbildungsarbeit, OKF, die ganze Technologie und Community und so weiter. Und das war schon irgendwie so das, was irgendwie zusammengepasst hat, was glaube ich bis heute irgendwie das ist, was das Programm ausmacht. Also dieses tiefe Verständnis von, wie man über Technologie Gesellschaft gestaltet und aber auch, wie man eben Jugendliche dafür begeistert erreichen kann. Aber auch alles, was dazugehört zu einer guten Jugendbildungsarbeit. Ja, dann auf jeden Fall dieses gemeinsame Verständnis von Persönlichkeitsbildung. Also, dass es uns nicht darum geht, dass da Jugendliche am Ende was gelernt haben müssen, was man abhaken kann, sondern dass es um Wertebildung geht, dass es darum geht, eine Community zu erschaffen, Identifikationspunkte und so weiter. Also ich glaube, das war das, was von Anfang an klar war, was wir gemeinsam machen wollen. Das mussten wir, glaube ich, gar nicht so ausformulieren, aber es war irgendwie so. Die OKF war halt blank in der Arbeit, was so Jugendliche betrifft. Und dann, genau, habe ich Daniel kennengelernt und das war so, ja, sehr gut, das ist der fehlende Baustein. Also sowohl genau, was die gleichen Werte angeht, aber auch einfach ganz konkrete Arbeitshintergrund und irgendwie das war, was gefehlt hat. So, und das fand ich irgendwie total schön, weil wir kommen aus total unterschiedlichen Ecken. Also ich bin eigentlich studierte Politikwissenschaftlerin und habe sozusagen nur beruflich technologischen Hintergrund. Und Daniel kommt aus der, was hast du nochmal gelernt? Kommunikationselektroniker, Heilerzieher und Medienpädagoge. Also ich komme so aus der Tech-Ecke, dann war mir das zu viel Tech, dann war ich in der Pädagogik, das waren mir dann irgendwann zu viele Menschen und so die Kombination und hin und her wechseln fand ich dann ganz gut. Dann kann ich nochmal einfallen zum Start, um den Link auch nochmal zu diesen ganzen, weil es wurden wir am Anfang wahnsinnig viel gefragt, heute überhaupt nicht mehr. Also dieses Jugend, also bezieht ihr euch auf Jugend forscht und diese ganzen Exzellenzprogramme. Also werden andere Fähigkeiten nicht genauso exzellent, aber das so war damals bestimmt noch viel mehr und heute auch immer noch so dieses, was sind gute Fähigkeiten und was nicht. Und dieses Hacken ist ja schon immer irgendwie so ein bisschen verrucht und da können die Kids nicht was Cooles machen, wo die Eltern stolz drauf sein können. Und also so dieses Ganze, ich glaube, daran haben wir schon ein bisschen gedreht, das war auch mit Anspruch. Von dem Namen, von dem Programm aber auch und lustigerweise das erste Wochenende war ich tief traurig, dass ich nicht komplett mit dabei sein kann, weil ich hatte im Workshop parallel bei Jugend forscht und dann haben wir noch eine kleine Live-Schalte noch hier rüber oder wir hatten ein paar Sachen aufgezeichnet und dann Zoom mit gezeigt und so weiter. Also es gab diesen Link von Anfang an mit diesen Forschungsprogrammen. Und ja, das fällt mir jetzt gerade so auf, das wird heute nicht mehr, wir werden nicht mehr gefragt, bezieht ihr euch auf die? Also wahrscheinlich werden die auch nicht gefragt, ob sie sich auf uns beziehen, aber es ist dann spannend, wie das irgendwie einkategorisiert ist. Das sind halt Fähigkeiten, die heute wertvoll sind, die wertgeschätzt werden. Bestimmt immer noch nicht so wie andere, aber das hat sich auch massiv verändert seit 2013. Da war das wirklich noch so Schmuddelecke.